einen schönen Feierabend. Ja, das wünsche ich Ihnen. Wünsche ich mir auch nachher. Dagmar Prüter sitzt an der Kasse im Supermarkt. Ihr Platz mitten im Leben. Ja, Frau Prüter arbeitet, weil ihre Rente zum Leben nicht reicht und weil der Job ihr Spaß macht. Hallo, David. Freundlichkeit als Kassierin ist das A und das O. Damit fällt alles. So, sonst geht's gut? Ja, ich bin morgen da. Ja, ich bin morgen da. Bin bis morgen. So, bis morgen, Anke. Tschüss. Dagmar Prüter war 60, als sie Kassiererin im Supermarkt wurde. Jetzt mit 70 denkt sie noch lange nicht ans Aufhören. Um 21 Uhr ist Ladenschluss. Und dann muss ich Geld zählen. Und ich hoffe, die Kasse stimmt. Aber sehr schön. Und wie immer, ihre Kasse stimmt. Um 9:30 ist auch für Frau Prüter Feierabend. So. Ja. Geht's Ihnen gut? Alles klar. Okay, tschüss, schönen Abend, ne? So. Ich werde da drüben aufgegriffen. Andy vom Backshop fährt sie nach Hause. Frau Prüter wohnt allein und ist nicht einsam. Sie hat eine Tochter und zwei Enkelkinder, die auch in Hamburg leben. Ihre Hobbys? Sticken und Fußball. Und an Wochenenden wird sie immer wieder von jungen Leuten zum Fußball ins Stadion mitgenommen. Abends nach dem Dienst macht sie es sich auf dem Sofa gemütlich. So kann sie abschalten und Kraft schöpfen. Ein Laden in Hamburg. Diese beiden Männer sind mit ihrem Computer-Notdienst rund um die Uhr erreichbar. Computerexperte Ejal Isovic ist Vater von drei Kindern und lebt in Lüneburg. Frühes Aufstehen, Verkehrsstau und ein langer Arbeitstag. Ejal Isovic beklagt sich nicht. Er ist zufrieden. Die Firma läuft gut. Das ist die Hauptsache für ihn und für seinen Geschäftspartner. Heute kommt er rechtzeitig zum Essen mit seiner Familie. Oft sind Ben und Tom schon im Bett, wenn der Vater nach Hause kommt. Ben hat eine Bitte. Sein Computer streikt. Der Papa soll ihn reparieren. Hat der Viren? Okay. Gucken wir das gleich nach dem Essen, ja? In der Familie ist seine Frau Katharina für den Alltag zuständig. Sie arbeitet halbtags als Tagesmutter. Nö. Nö, ist nicht.